Gut, würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, mein Name ist Secure. Schön, dass ihr zu meinem Vortrag gekommen seid. In diesem Vortrag geht es, wie ihr dem Titel natürlich schon entnehmen konntet, um Pizza. Hier ist ein Foto der ersten Rechnung, die wir so erhalten haben. Wir bestellen seit 2 Jahren Pizza wöchentlich, immer Donnerstagabends. Und dazu muss man wissen, wer ist eigentlich wir. Das ist der Chaos Treff Heidelberg, bei dem ich seit einigen Jahren Mitglied bin. Wir nennen uns auch NoName e.V. Falls ihr übrigens Fragen habt, dürft ihr gerne fragen. Jetzt wäre zum Beispiel eine angebrachte Frage, warum heißt ihr NoName e.V.? Die Antwort darauf ist, unser Vereinsname lautete zu Beginn, also zur Gründung, Verein zur Förderung chaotischer Zustände. Das Amtsgericht wollte das dann aber nicht so ganz zulassen mit der Begründung, ich zitiere, chaotische Zustände sind nicht förderungswürdig. Wir dachten dann, na, wenn es der Name nicht sein kann, dann halt gar keiner und deswegen heißen wir jetzt NoName. Der NoName e.V. Bzw. der Chaos Treff Heidelberg, der Verein kam erst später, trifft sich seit fast 10 Jahren, jede Woche donnerstags. Wir haben angefangen, uns in einem Restaurant zu treffen, sind dann in ein Bistro gewechselt, sind dann zu den Heidelberger Amateurfunkern gewechselt. Deren Gebäude wurde dann abgerissen und zwischenzeitlich sind wir bei der Uni Heidelberg. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, erst Restaurant, dann Bistro, da waren wir gut versorgt, dann die Amateurfunker, da konnten wir immer grillen draußen, aber an der Uni ist uns leider alles das nicht mehr möglich. Deswegen sieht es bei uns meistens donnerstags so aus, wir bestellen uns Pizza, derzeit von Hallo Pizza und ja, verspeisen die dann neben dem ganzen anderen Zeug, was wir sonst doch so machen beim Chaos-Treff. Wir haben dazu mehrere Pizzadienste durchprobiert, hier ist ein Auszug aus der Wiki-Seite Pizza. Wir hatten so circa 5 Stück aus der Umgebung. Manche davon waren okay, bei manchen hatten wir schon beim Bestellen über Telefon, die hatten kein Internetformular, beim Bestellen über Telefon hatten wir schon Sprachbarrieren und es wurde nicht besser, die Erfahrung. Wir sind dann bei einem Pizzadienst hängen geblieben und das ist Hallo Pizza. Habt ihr vielleicht auch schon an dem Logo erkannt, dass das so ein bisschen daran angelehnt ist. Das heißt allerdings nicht, dass Hallo Pizza gut ist. Was ihr da oben seht, ist die Telefonnummer von unserem Chaos-Treff-Telefon. Die hat die Vorwahl 06201. Woran liegt das? Es liegt daran, dass bei Zipgate, einem Zip-Provider, wenn man sich dort registriert mit der Adresse, dann ist der Wohnort dafür ausschlaggebend, welche Vorwahl man für seine Festnetznummer bekommt. Und 06201 ist Weinheim, weil Survivor, der diese Telefonnummer registriert hat, eben in Weinheim wohnt. In Heidelberg, wohin wir bestellt haben, hat man allerdings die Vorwahl 06221. Jetzt dachte sich Hallo Pizza, freundlich wie sie sind, die haben sich bestimmt vertippt und haben die Telefonnummer geändert bei unserer Bestellung, haben es dann nicht geschafft, unseren Raum an der Uni zu finden und sich gewundert, wieso sie, wenn sie die Nummer gewählt haben, keinen Anschluss unter dieser Nummer erhielten. Das ist nicht nur einmal passiert. Wir haben dann daraus gelernt und geben fortan einfach nur noch Mobilfunknummern an. Da erkennen die keine Vertipper automatisch. Gut, wie bestellt man denn jetzt eigentlich Pizza zusammen? Also wir haben ganz am Anfang haben wir uns gedacht, okay, wir bestellen, wer macht das? Dann hat sich jemand bereit erklärt und hat einfach die Pizzabestellungen gesammelt. Ja, da saß du am Computer, alle haben so gesagt, ich möchte diese Pizza, ich möchte jene. Wie ihr euch aber vorstellen könnt, ist das ein zeitaufwendiger Prozess und es nervt. Und es muss halt immer jemand da sein. Und sobald es mal einer gemacht hat, ist der Dumme für die nächsten N Wochen. Und ja, also das wollten wir nicht so beibehalten. Wir haben uns dann gedacht, wie kann man das verbessern? Wir haben dann eine Bestellung im Wiki angefangen, das heißt, wir haben immer so einen Abschnitt gemacht auf dieser Wiki-Seite Pizza für das jeweilige Datum. Dort hat dann jeder reingeschrieben, was er haben möchte, wie viel das kostet und den jeweiligen Nickname. Und da wurde das am Ende von einem bestellt und abgeschickt. Damit gibt es jetzt mehrere Probleme. Wie ihr schon sehen könnt, ich hoffe, man kann es lesen, in der zweiten Zeile steht Hallo Pizza Hawaii und in der vorletzten Zeile steht Pizza Olymp Normal. So, das ist aber dasselbe. Also die Pizzagrößen heißen eben Hallo bei Hallo Pizza und das bedeutet eigentlich normal. Das heißt, es gibt mehrere Varianten, wie man so seine Wünsche da ausdrucken kann. Auch ist die Reihenfolge der Zutaten nicht irgendwie deterministisch und die Namen auch nicht, weil bei Hallo Pizza heißen halt die Zutaten oftmals frischer Knoblauch oder frische Paprika. Ich frage mich, wieso es bei Zwiebeln und dem ganzen Rest nicht dabei steht, aber... Das ist schon okay, ja. Und im Wiki schreibt man dann aber nicht immer so frischer Knoblauch, sondern halt, ja, Pizza mit Knoblauch, ne? Und das Problem ist dann, dass der Bestellende immer diese Bestellung sozusagen verarbeiten muss und das Richtige auswählen muss und das ist nicht so einfach. Wir hatten dann immer wieder Rückfragen und so weiter. Und bevor wir uns da jetzt irgendwie so ein
standardisiertes Pizza-Format ausgedacht haben, haben wir gedacht, können wir irgendwie besser machen. Ein anderes Problem mit der Bestellung im Wiki war im Übrigen auch die vielfach aufgetretenen Merch-Konflikte. Das heißt, wenn zwei Leute oder mehrere Leute gleichzeitig an diesem einen Abschnitt rumdoktern, hat man sehr schnell Merch-Konflikte bei MediaWiki, die auch verhältnismäßig schwierig aufzulösen sind, gerade wenn es irgendwie so zwei oder drei Leute oder noch mehr gleichzeitig sind. Also kurz und gut, das ist auch keine gute Lösung gewesen. Der nächste Versuch war dann eine Bestellung am gemeinsamen Rechner. Das heißt, jemand brachte ein altes Notebook mit, das haben wir dann vorne aufgestellt und dann ist nach der Reihe jeder hingelaufen, hat seine Bestellung da eingehackt, am Ende hatten wir einen großen Warenkorb mit ganz vielen Pizzen drin und dann haben wir das bestellt. Funktioniert soweit ganz gut, hat aber natürlich auch wieder Probleme. Problem Nummer 1, wir brauchen einen gemeinsamen Rechner. Ist also nicht so, dass wir immer alle um dieselbe Uhrzeit zum Chaos-Treff kommen und wenn derjenige mit dem Pizzarechner gerade mal eine Stunde später kommt, ist das ganz schlecht für alle anderen, die dann nämlich sehr hungrig werden. Außerdem ist es irgendwie so ein Single Point of Failure. Das heißt, jeder muss da hinlaufen und seine Bestellung eingeben und wenn irgendwie mehrere Leute das gleichzeitig machen wollen, bindet sich eine Schlange und dann vergessen es manche Leute. Dann muss man nochmal aufrufen dazu. Ist also auch alles irgendwie nicht so super geeignet. Irgendwann hatte dann Survivor eine Idee. Er sagte, eigentlich wollen wir ja so einen gemeinsamen Warenkorb. Und ich meine, wie wird der Warenkorb bestimmt? Über das Session-Cookie. Dann fragte er also, was passiert denn, wenn wir jetzt das Session-Cookie übertragen? Er also meldet sich bei Hallo Pizza an, schaut in seinen Cookie-Manager, gibt mir das Session-Cookie, ich trage es bei mir ein, gehe rein, habe einen leeren Warenkorb, soweit so gut. Dann klickt er sich eine Pizza dazu, ich mache Reload und bei mir ist ja auch cool. Das dachten wir so, cool, jetzt haben wir das Problem gelöst. Und tatsächlich passierte dann erstmal eine Woche nichts, aber bei der nächsten Woche haben wir uns dann so eine Apache-Config zusammengebaut als Proxy. Das heißt, wir haben einen Rechner beim Chaos-Treff, der immer steht, so ein kleiner Router. Und da haben wir einen Apache-Server installiert mit einer bestimmten Konfiguration, der einfach alle Requests, die er bekommen hat, an hallopizza.de weitergeleitet hat und dabei eben das Session-Cookie untergejubelt hat. Wie sieht das Ganze aus? Also eine Apache-Config kennen sicherlich die meisten von euch. Und das obere ist alles Standardkram, da unten kommen dann diese beiden Proxy-Direktiven. Und man braucht tatsächlich noch ein bisschen mehr, also es war nicht so einfach. Ich hatte gehofft, naja, ich installiere jetzt mal schnell diesen Apache und dann bestellen wir die Pizza. Wir haben dann tatsächlich doch nochmal manuell bestellt und ein paar Stunden später war die Apache-Config fertig. Das liegt daran, dass man das hier alles brauchte. Das in der Mitte ist so eine Substitute, also eine Ersetzungsregel, die einfach hallopizza.de in die IP-Adresse unseres Routers umsetzt, damit die Links alle funktionieren. Aber damit funktionierte es nicht und man sah nicht so ganz warum und es lag dann letztendlich daran, dass Hallo Pizza eben GSIP benutzt und dafür braucht man dann diese kryptische Set-Output-Filter-Direktive, die zuerst mal das GSIP aufmacht, dann ersetzt und es dann wieder in GSIP verpackt. Und die ganz letzte Zeile da unten ist die kritische, die sorgt nämlich dafür, dass einfach das Cookie ersetzt wird. Es lief dann also so ab, der Erste, der zum Chaos-Treff kam und den Router angemacht hat, hat sich bei hallopizza.de angemeldet, hat das Session-Cookie genommen, hat es in die Apache-Config gehauen und den Apache neu gestartet und ab dann konnte man eben, indem man auf unsere Router-IP-Adresse zugegriffen hat, alle mit einem gemeinsamen Warenkorb bestellen. Wir dachten so, cool, das funktioniert ja gut. Es funktionierte auch gut, die ersten zwei Wochen und dann fiel uns sowas auf. Ja. Wir hatten ich glaube, es war die zweite oder dritte Woche, als wir das bestellt haben und wir kontrollierten so die Bestellung, als alle fertig waren und irgendwie waren da Pizzen drin, die hatte keiner bestellt und dafür fehlten Pizzen, die eigentlich andere bestellt hatten. Und wir dachten so, okay, haben das dann in Ordnung gebracht, so alle nochmal Rücksprache gehalten, so stimmt die Bestellung jetzt wirklich, dann einmal abgeschickt. Hat funktioniert. Dann haben wir das die Woche drauf nochmal gemacht und dachten so, ja, vielleicht so ein Einmalproblem, wer weiß, probieren wir einfach nochmal. Und hatten nicht ganz dasselbe Problem, also wir hatten die Bestellung rausgeschickt und soweit ist uns nichts aufgefallen, aber als dann die Pizzen tatsächlich ankamen, war davon so eine komplett ohne Belag und andere waren gar nicht dabei und wir dachten so, da stimmt was nicht. Wir haben dann nachgeschaut in der Bestellbestätigung und auf der Rechnung, war das genauso, wie wir es geliefert bekommen haben, was natürlich den Schluss nahelegt, dass das Problem bei uns liegt. Wir haben dann gedacht, okay, die Probleme treten irgendwie nur auf, wenn man das gleichzeitig benutzt, haben es dann noch einmal probiert und gesagt so, bitte immer nur einer gleichzeitig, aber wenn man so mit bitte nur immer einer gleichzeitig bei einer Veranstaltung mit irgendwie 20 Nerds sagt und alle sitzen am Computer und keiner kriegt das mit, das funktioniert nicht gut. Und dann haben wir gesagt, okay, erstmal wieder mündliche Absprache, ja, wir lassen das erstmal und haben dann wieder weiterhin mündlich bestellt. Also heißt dann, ne, einer klickt die Bestellung zusammen über das IRC oder mündlich oder im Wiki und wie auch immer wird das dann, ja, ne, aber umständlich. So,
irgendwann kamen dann die berühmten letzten Worte von MXF. Also eigentlich bräuchte man doch da nur ein bisschen Perl, ne? Da müsste man doch einfach nur, ne, weil du willst ja nur eine Connection gleichzeitig haben und machst da halt, dass immer nur einer zugreifen darf. Ich so, ja, komm, mach mal. Hat er dann nicht gemacht. Wer ihn kennt, weiß auch, dass das normal ist. Aber an der Idee war was dran. Ne? Er hat es dann immer wieder mal wiederholt, so alle paar Wochen so, komm, mach doch mal ein bisschen Perl, ne? Geht ganz einfach. Und am 23.12. war es dann soweit. Mero, Xen und ich saßen also beim Chaos-Treff. Ich weiß gar nicht, was die anderen gemacht hatten. Okay. Und wir waren irgendwie relativ schnell alleine und saßen dann so zusammen und Xen fragte mich, du, was war denn eigentlich das Problem mit der Pizzabestellung? Und ich erklärte ihm das so, ja, also es funktioniert, ne? Aber wenn man gleichzeitig drauf zugreift, gibt es irgendwie Probleme und dann geht der Warenkorb kaputt und wir wollen das deswegen nicht machen und so. Aber Mike hat gesagt, man könnte damit ein bisschen Perl was machen und so, aber bin ich noch nicht dazugekommen, habe ich irgendwie auch nicht so viel Lust. Und Xen meinte dann so spaßeshalber, ach, ein bisschen Perl ist eine gute Idee, weißt du, dann nehmen wir einfach die Hallo Pizza Website so 1:1, wie halt mit dem Proxy das so ist, und tauschen einfach das Logo von Hallo Pizza durch LOL Pizza aus oder irgend sowas, ja, und ich so, boah, voll die gute Idee, und wir lachten uns dann so 30 Minuten darüber kaputt, was man da so alles machen könnte und so, und dann entstand dieses Logo, ja. Das war so der Hauptmotivator. Und wenige Stunden später passierte dann das. LOLpizza.de habe ich mir einfach mal geklickt, weil ich so die Idee gut fand. Und ja, also die Domain gehörte dann mir und ich richtete das so ein. Und ich greife mal ein bisschen vorne weg. Als dann nächste Woche nämlich alle zum Chaos-Treff kamen, habe ich gesagt, okay, und zum Pizzabestellen geht er jetzt einfach auf LOLpizza.de. Und alle so, okay, und dachten sich so, das ist bestimmt im internen DNS eingetragen oder so. Und meinten so, ja, muss ich da einen eigenen DNS-Server für einstellen oder so? Und ich so, nee, die Domain gehört mir, so schau doch mal nach, ja. Und dann dachten die alle so, okay, das hat der bestimmt als Split-View-DNS eingetragen, die ist extern und bei uns ist die auf dem Router oder so. Und nein, ich habe halt einfach die private IP ins globale DNS, ich meine, wen stört denn das? Es ist halt eine Sache, die läuft halt nur donnerstags bei uns beim Chaos-Treff, da kann man das mal machen. Ja. Also manche Leute haben da echt Probleme mit gehabt. Aber es funktioniert gut und jetzt haben wir so einen schön klingenden DNS-Namen und immer, wenn ich mich auf dem Router anmelde, um was zu konfigurieren, sage ich sshroot@lolpizza.de und grinse so ein bisschen innerlich. Das ist cool. So, wenige Stunden später, also wieder am besagten 23.12., hatten wir die erste funktionierende Version. Funktionierend heißt in dem Fall, es gab keine gleichzeitigen Bestellungen. Ja, das war ja das Problem, was wir da lösen wollten. Dafür gab es allerdings am Ende eine Übersichtsseite. Wie läuft das also ab? Man geht einfach in seinem Browser auf lolpizza.de und jeder Benutzer kriegt dann direkt den Log, sofern nicht gerade jemand anders bestellt. Benutzer werden von der IP-Adresse abhängig gemacht, das kann man ganz gut machen, weil wir eben so ein kleines Netz hatten und alle intern. Funktioniert ganz gut. Und dann ganz am Ende, wenn man gesagt hat, dass man fertig ist, kriegen auch wieder andere Leute den Log und man gibt seinen Namen ein und wenn man dann das Geld auf den Pizzastapel gelegt hat, setzt man seinen Bezahlfleck auf Ja und wenn dann jemand gesehen hat, okay, alle haben bezahlt, dann können wir ja jetzt die Bestellung abschicken. Sieht dann so aus, ich habe mal hier so ein Screenshot von dieser Hallo-Pizza-Seite, also so sieht es tatsächlich genau aus. Wir haben da so oben ein bisschen HTML eingefügt, wo wir schon die Möglichkeit hatten, jetzt so ein bisschen ein kleines Perl-Programm, ist viel besser als mit so einem Proxy. Und da steht dann halt oben, für wie viel Euro man gerade bestellt hat. Das ist einfach die Warenkorb-Endsumme, die Differenz zwischen der vorherigen und der jetzigen Bestellung. Und oben dieser formschöne rote Button sagt halt, ich bin fertig und dann kann der Nächste bestellen. Wie ihr schon seht, ist diese Hallo-Pizza-Website unglaublich überladen. Also auf dem Screenshot sieht man halt so genau ein Pizza-Angebot und der Rest ist von diesem Riesenbild in Anspruch genommen. Was man nicht sieht auf diesem Screenshot ist, dass diese Käsestückchen tatsächlich animiert sind und im Winter haben die so Schneeflocken, die machen auch Geräusche und also da sind Flash-Animationen, Sounds, massenhaft Ajax drauf, das ist alles ganz schlimm und was es noch schlimmer macht ist, dass wir an der Uni trotz der 10 Gigabit Anbindung der Uni irgendwie über dieses Cisco VPN müssen, welches auf über 10 Jahre alter Hardware läuft und wir deswegen irgendwie so Maximalraten von 150k bekommen und die Latenz nicht signifikant besser ist, als was man sich so vorstellen könnte. Das heißt, wir haben eine unglaublich schlechte Leitung, ja, also HSDPA ist oftmals schneller und dann kommt so eine Seite und da wartet man halt auf jeden Klick ewig. Okay, so sah das also aus und dann am Ende, wenn alle fertig waren, kommen wir auf diese Bestellübersichtsseite. Das ist übrigens tatsächlich ein Screenshot von dem ersten Mal, wo wir das erfolgreich eingesetzt haben
Und da steht eben in der linken Spalte einfach der Betrag für die jeweilige Person, in der mittleren Spalte steht der Nickname oder eben, wie man da unten sieht, die IP-Adresse. Und in der rechten Spalte ist halt so eine Bezahlt-Abhakmöglichkeit. Wenn man auf diesen Button klickt, dann hat man eben bezahlt. So, soweit, so gut. Und dann war es so, das hier ist die Meldung, die kommt, wenn gerade jemand anders bestellt. Und es war also so 20.15 Uhr beim ersten Mal, als wir das bestellen wollten. Und normalerweise bestellen wir um die Zeit eben die Pizza. Und ich fragte so in die Runde, habt ihr alle bestellt? Kann ich es abschicken? Keiner antwortet. Okay, dachte ich, so, haben alle bestellt. Und dann klicke ich eben so auf die Bestellung jetzt absenden. Und dann kommt diese Meldung. Und ich dachte so, hat gerade keiner Widerspruch geleistet. Ja, wer ist denn das jetzt? Und frage also nochmal in die Runde, hey, wer bestellt denn gerade? Ich will jetzt abschicken. Keiner meldet sich. Ich schaue ins Serverlog-File und sehe so eine IP-Adresse und denke mir so, die ist aber nett von hier. Mach ein Whois drauf, ist aus China. Okay, was ist da passiert? Irgend so ein chinesischer Botnetz-Rechner hat eben unsere IP zufällig gescannt und hat jetzt den Pizzalog. Und wir müssen jetzt warten, bis der gesagt hat, er ist fertig, damit wir die Bestellung abschicken können. Das war also so ein bisschen unvorteilhaft. Was es nicht besser gemacht hat, war, dass irgendwie so 15 hungrige Nerds um mich rum saßen und gesagt haben, hast du schon abgeschickt jetzt? Und ich so, ich habe da so ein kleines Problem. Vor allem, weil wir halt im Server keine Serialisierungsmöglichkeit hatten. Das heißt, wenn ich das Ding gekillt hätte und neu gestartet hätte, müssten alle nochmal bestellen. War also ein bisschen tricky und ich so, was können wir jetzt machen? Verdammt, weil ich hab kein Admin-Interface gehabt oder irgend sowas. Das war halt wirklich so die erste Version und ich war froh, bei mir zu Hause hat es immer funktioniert. Aber dann kam halt so dazwischen, dass wir dann VPN benutzen und die IP ist öffentlich und dann scannt jemand unsere IP. Doof. Wie habe ich es gelöst? Als erstes in IP-Tables den Port zugemacht, damit sowas nicht nochmal passiert. Als zweites die chinesische IP-Adresse einfach auf ETH0 am Router hinzugefügt und dann mit WGET gesagt, simulier doch mal, dass du gerade fertig bist. Hat funktioniert, wir haben dann die Pizza bestellt, hat eben nochmal so 10 Minuten gedauert und dann konnten wir tatsächlich nach einer Stunde unsere Pizza in Empfang nehmen und genießen. Gut, wir haben uns gedacht, das lief jetzt nicht so gut, aber wir machen ein Feature draus, nämlich externer Zugriff, Passwort geschützt allerdings. Das ist übrigens ein sehr cooles Feature, das heißt, wenn jetzt Leute irgendwie noch in einem anderen Raum sind an der Uni oder wenn sie noch unterwegs sind oder so, können die schon mal mit ihrem Smartphone bestellen und kriegen dann später die Pizza geliefert mit uns zusammen. Das ist ziemlich cool. Gut, wie habe ich das Ganze implementiert? Wie schon mehrfach angedeutet, ist das in Perl geschrieben und in Perl gibt es dieses nette Web-Framework namens Dancer. Das ist, ich will jetzt nicht sagen so wie Rails, eher so wie Sinatra, falls das jemand von euch kennt. Also ist nicht so mit 50.000 Scaffold-Template-Files, sondern auf das Wesentliche beschränkt und ist echt ganz nett. Also wenn ihr irgendwie was mit Webprogrammierung macht und euch Perl noch nicht so genau in dem Kontext angeschaut habt, tut es, es lohnt sich. Ist auch sehr schön dokumentiert und alles, also macht Spaß. Das zweite Modul, was wir verwenden, ist Moose für Objektorientierung. Also Moose ist ein modernes Objektsystem für Perl. Macht auch einige Sachen ziemlich einfach. Dann kommt das tolle HTML Tree Builder, welches wir benutzen, um die HTML-Seite von Hallo Pizza zu parsen in einem Baum und dann eben bestimmte Elemente einzufügen oder rauszulöschen. Zum Beispiel das Google Analytics JavaScript hielten wir für überflüssig. Andererseits die Meldung mit dem Endbetrag und dem Fertig-Button, die muss natürlich schon drin sein. Funktioniert sehr schön mit HTML Tree Builder und wer die Idee hatte, das mit Regexen zu machen, tut es nicht. Es ist in der Dokumentation zu TreeBuilder beschrieben, warum das eine ganz schlechte Idee ist. Und zu guter Letzt LWP User Agent aus dem libwww.perl-Paket, ein sehr gutes Programm eben, also ein sehr gutes Modul, um HTTP-Requests rauszuschicken und die Antworten wieder zu nehmen. Und dann machen wir eben dieses ganze Session-Handling mit Cookies und so. Funktioniert alles ganz hübsch. So, jeden Donnerstag beim Chaos Treff habe ich dann immer so ein bisschen weiter implementiert. Wir haben uns gedacht, okay, den Namen vorher einzugeben wäre vielleicht ganz clever. Dann kann man nämlich auf dieser jemand anders bestellt gerade Seite auch einblenden, wer denn gerade bestellt. Weil oftmals ist es irgendwie passiert, dass jemand anders bestellt und wir warten so und warten und es geht einfach nicht weiter. Und 10 Minuten später bemerken wir, oh, der gerade bestellen müsste, ist im Gespräch mit jemand anders und hat gerade gar nicht auf seinen Rechner geschaut. Das heißt, Namen vorher eingeben und dann konnte jeder den jeweiligen anstupsen und sagen, so, bestell mal deine Pizza. Das zweite war, dass wir am Anfang eben diese Log-Seite hatten und die hat sich alle 5 Sekunden aktualisiert und die Verteilung des Logs ging eben nach First Come, First Serve. Das heißt, derjenige, der zufällig zuerst irgendwie die Seite geladen hat, als der andere gerade fertig war, kriegt zuerst den nächsten Log.
Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil wenn ich am Anfang versuche, was zu bestellen und jemand anders bestellt gerade und ich eine Stunde später immer noch nicht dran gekommen bin, dann stört mich das. Deswegen haben wir eine faire Warteschlange eingebaut. Das heißt, dass derjenige, der zu längst wartet, am ehesten den Log bekommt. Weiterhin hatten wir ein ganz komisches Problem mit dem Firefox von genau einem Benutzer. Bei dem war das immer so, wenn der den aufgemacht hat, hat er sich sozusagen automatisch, ohne dass er es gemerkt hat, so eine LOL-Pizza-Session aufgemacht. Ich weiß bis heute nicht warum, vielleicht irgendwie aus dem Cache oder so. Jedenfalls haben wir immer die Requests gesehen auf dem Server, aber er hat geschworen, er hat die Seite nicht offen. Ich habe auf seinen Computer geschaut, die war nicht offen. Ich weiß nicht, woher das kam. Jedenfalls haben wir dann eben so einen Token eingebaut, das muss man am Anfang mitschicken und sonst kriegt man eben keinen Log, keine Session. Dann haben wir noch so ein paar Detailverbesserungen, zum Beispiel die langweilige Meldung, diese Seite aktualisiert sich alle 5 Sekunden, haben wir durch das professionell klingendere Ihre Bestellung ist uns wichtig, der nächste freie Platz ist für Sie reserviert ersetzt. Und weiterhin haben wir das langweilige bezahlt durch ein schon gezahlt ersetzt, kommt auch immer ganz gut. So, zu guter Letzt haben wir dann einen Nginx vorne dran gesetzt, weil die Standard-Implementierung, also der Standard-Webserver, der bei Dancer mitkommt, ist eben so ein ganz simpler, der macht halt einen Request zu einer Zeit und der Nginx kann das ein bisschen besser. Wir hatten nämlich das Problem, dass ich auf der Autobahn war, auf der Fahrt zum Chaos-Treff, habe mit meinem Smartphone bestellen wollen. Dann kam ein Funkloch, ich habe eine neue Session bekommen, also auch eine neue IP-Adresse, aber die alte Connection hing noch so in der Luft. Und der LOL-Pizza-Server war jetzt irgendwie 2,5 Minuten damit beschäftigt, auf das Timeout zu warten, während ich nicht bestellen konnte. Das ist ein bisschen doof. Deswegen der Nginx, der nimmt erstmal den ganzen Request entgegen, schickt es dann ans Backend und dann kommt die Antwort wieder zurück. Und dadurch können wir eben viel mehr Clients gleichzeitig handeln. Also im lokalen Netz war das nie so ein Problem, aber durch diese Funktionalität mit den externen Bestellungen ist es schon wichtiger. Außerdem, was der Nginx sehr gut kann, ist eben Caching. Das heißt, die ganzen Bilder, die ganzen CSS-Dateien, die Fonts und so weiter, haben wir eben alles jetzt gecached. Dadurch können wir die Ladezeit von über 200 Millisekunden auf kleiner 100 reduzieren und dann wirkt das Ganze auch schon sehr viel schneller. Und wenn wir gerade dabei sind, machen wir auch noch gleich GZIP an dem Nginx. Das bringt dann auch noch mal was für die ganzen mobilen Endnutzer. Okay, dann kam der 3. März 2011 und MXF ist so mit seinem Smartphone unterwegs und dachte sich, bevor ich jetzt bestelle, schaue ich mal, was es heute so im Angebot gibt. Da gab es dann, also da geht man dann auf hallopizza.de, nicht auf LOLpizza. Und er wurde dann weitergeleitet auf hallopizza.mobi. Das ist eben so eine Seite, die ist speziell für mobile Endgeräte ausgelegt. Und das war echt eine coole Entdeckung, denn die ist schlank, die ist schnell, die hat keinen Ajax, keine Animationen, kein gar nichts. Die ist eigentlich genau das, was wir schon immer haben wollten. Ja. So, aber das Wichtigste an dieser Entdeckung war, dass wir endlich die URLs begreifen. Weil früher war das halt so, man geht auf Hallo Pizza oder auf LOL Pizza und dann klickt man sich so eine Pizza dazu und dann geht so ein Ajax-Pop-up auf und dann passiert da irgendwas und ganz wilde Requests werden ausgetauscht und wir haben so einmal reingeschaut und dann gleich wieder abgeschreckt. Und weil, also wir wollten halt das Problem debuggen, ne? Wieso man nicht gleichzeitig bestellen kann und dann haben wir es aber gelassen. Das war halt echt zu eklig. Aber bei hallopizza.mobi ist das viel besser, weil immer wenn man klickt auf irgendwas, dann kommt man auf eine neue Seite und die ist halt schön mit so einer gut lesbaren URL. Und wir dachten so, yeah. Und als wir dann begriffen haben, was man damit tatsächlich alles machen kann, dachten wir so, boah, geil. Ich erkläre es mal kurz. Der Präfix ist überall gleich. Also es fängt an mit /bestellen/pizza/isklassisch. Da kann auch was anderes stehen. Ich glaube, das ist hauptsächlich so Search Engine Optimization Zeug, was sie da machen. Weil bei dem ersten Request, den ich jetzt hier als Beispiel habe, den Add to Cart, mit dem man eben so einen Artikel in seinen Warenkorb hinzufügt, ist am Anfang die Artikel-ID, dann die Größe und dann die Gruppen-ID. Das heißt, da ist eigentlich alles enthalten. Das ist klassisch, ist eigentlich nur so zur Dekoration. Gut, Artikel-ID ist klar, die ist halt eindeutig über das, über die Kategorie. Also das heißt, mit Artikel-ID und mit Gruppen-ID kann man eindeutig einen Artikel identifizieren und die Größe ist halt so irgendwie 4 vorgegebene Größen gibt es da. Gut, damit kann man also einen Artikel hinzufügen zum Warenkorb. Soweit so gut, der ist einfach. Dann kommt der Decrement-Card-Item, mit dem kann ich einen Artikel löschen und der Parameter hinten dran beschreibt die Position im Warenkorb. Soweit so gut. Und dann gibt's was, wo ich gedacht habe, boah, da hat aber einer der Designer nicht so aufgepasst. Decrement-Card-Item mit 2 Parametern und dann /ingredients, das löscht eine Zutat raus. Aber tricky ist, dass der erste Parameter nicht mehr die Position im Warenkorb ist, sondern die Zutatenposition, der zweite ist es dann. Also es ist genau umgedreht, wie man das erwarten würde. Aber gut, ich meine, die haben halt keine API. Wir hatten denen tatsächlich, bevor wir angefangen haben mit diesem Programm, auch mal eine freundliche Mail geschrieben. Hey, wollt ihr uns nicht Zugriff auf die API geben? Wir machen da immer so Bestellungen im Wert von 100 Euro. Das lohnt sich vielleicht. Die meinen so, wir haben keine API. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann halt nicht. Gut, das sind also die Requests.
Und jetzt ist vielleicht manchen schon klar, was so das Problem sein könnte mit den gleichzeitigen Bestellungen. Gehen wir mal davon aus, wir haben zwei Leute, ja? Also ich gehe auf LOLpizza und jemand anders geht auch auf LOLpizza. Und der andere klickt sich eben eine Pizza in seinen Warenkorb. Ich mache einen Reload und sehe, okay, der hat die Pizza da drin. Soweit, so gut. Jetzt klicke ich mir eine Pizza dazu und bin damit beschäftigt, die zu konfigurieren. Der andere löscht derweil seine Pizza und damit verschieben sich natürlich alle Warenkorbpositionen um eins nach oben. Und dann klickt er sich zum Beispiel einen Salat dazu. Ja? Und jetzt sind die Positionen genau umgedreht. Was vorher bei ihm die Pizza 1 war, ist jetzt meine Pizza. Und was jetzt der Salat ist, ist bei mir eigentlich noch meine Pizza in meinem Browser, weil ich halt keinen Reload gemacht habe. Und dadurch kann man eben so Kombinationen wie Pizza mit Balsamico-Dressing machen. Oder eben komplett leere Pizzen und lauter so Sachen. Also wir haben es dann so langsam verstanden, was das Problem eigentlich ist, nämlich sozusagen einfach ein klassisches Backbutton-Problem, dass einfach bei dem einen Browser die IDs anders waren als beim anderen und dadurch sind halt die Requests komplett auf den falschen Artikel gelaufen. Gut, nachdem wir das verstanden haben, haben wir ein Perl-Modul implementiert. Ich zeige hier mal so ein paar Zeilen davon. Also am Anfang machen wir so eine neue Session auf mit dem Modul, geben die Store-ID an, das ist also die Filialnummer, die 87 ist die bei uns in Heidelberg. Und dann gibt es diese Proxy-Methode, was die macht, ist, die nimmt einfach eine URL entgegen und gegebenenfalls noch Parameter, wenn es ein Post-Request ist, leitet das dann an Hallo Pizza und gibt dann die Antwort wieder zurück. Das heißt, so funktioniert das intern und ganz am Ende geben wir einfach noch aus, was im Warenkorb gerade ist. Das ist schon mal ganz nett. Hat den lustigen Nebeneffekt, dass das das erste Programm war, bei dem meine Testcases tatsächlich Network.io gebunden waren, weil sie eben mit Hallo Pizza kommunizieren und Warenkörbe zusammenklicken. So ist ziemlich fancy, wenn ihr das mal machen wollt. Es fühlt sich lustig an, wenn ihr die Testsuite laufen lasst. Und das eigentlich coole Feature daran ist, um die Bestellung jetzt abzuschicken, können wir Folgendes machen. Wir machen eine neue Session auf und fügen die Warenkörbe aller Benutzer, die bisher bestellt haben, zusammen in diese neue Session. Das funktioniert folgendermaßen. Ich gehe nochmal zurück. Diese URLs, die wir dem entgegenwerfen über die Proxy-Methode, merkt er sich und passt die so an, dass sie mit dem derzeitigen Warenkorb-Füllstand kompatibel sind. Das heißt, er inkrementiert einfach den jeweiligen Positionsparameter und dadurch kann man eben sowas machen. Das heißt, LOLpizza funktioniert jetzt so, dass jeder, der drauf geht, kriegt eine eigene Session, in dem nur seine Sachen sind und ganz am Ende kann man sagen, jetzt zusammenfügen und dann gibt es einen großen Warenkorb, in dem einfach alle Bestellungen drin sind. Und dadurch kann man jetzt auch gleichzeitig bestellen. Ja, also das war eine sehr coole Sache, nachdem wir das dann am Laufen hatten. Das hat uns echt viel Zeit erspart, weil damit war der größte Flaschenhals weg. Wir mussten jetzt nicht mehr hintereinander bestellen. Und was uns dann noch eingefallen ist, weswegen wir vorhin so gejubelt haben, jetzt können wir Bestellungen auch abspeichern. Ja, jetzt haben wir die URLs, jetzt speichern wir die einfach in der Datenbank ab und replayen die einfach nachher wieder, wenn man die wieder haben will. Das ist echt ziemlich cool. Ich zeige mal kurz, wie das funktioniert. Am Anfang hat man so diese Seite, da gibt man oben seinen Nickname ein, dann wählt man, ob man eine neue Bestellung machen will oder ob man eine alte Bestellung wiederholen will und dann gibt es unten drunter halt eine Liste mit Nicknames und dem Namen, den die vergeben haben für die jeweilige Bestellung, wo man sagen kann, so, die will ich jetzt nochmal haben. Und dann klickt man oben auf Ich will bestellen, kommt auf die hallopizza.mobi und am Ende sieht es dann so aus, da ist man dann fertig. Oben ist die Meldung, danke für die Bestellung, bitte lege die Summe auf den Pizzageldhaufen. Und nachdem man das dann gemacht hat, klickt man auf dieses Bezahlt-Häkchen und dann wissen die anderen, okay, man hat bezahlt. Rechts daneben ist so dieser Merken-Button und der Ändern-Button, falls man nochmal zurück will. Genau. Ziemlich cool. Also damit funktioniert es jetzt so, ich komme donnerstags zum Chaos-Treff, mache meinen Browser auf, gehe auf lolpizza.de, sage, ich will bestellen, meine Lieblingsbestellung, fertig. Das sind so kleiner 10 Sekunden, wenn es hochkommt. Und das hat uns also echt so eine Stunde Arbeit auf, naja, ein paar Minuten verkürzt. Okay, kommen wir zu einer tollen Live-Demo. Yay, Pizza! Genau, also ich werde sie nicht bestellen. Das hier ist so eine lokale Instanz davon, die läuft auch auf lolpizza.de nachher wieder für die GPN. Ich wähle jetzt einfach mal hier dieses Salat mit Ei aus und dann mische ich das mit der großen Hawaii und einer scharfen Kentucky. Sage, ich will bestellen und jetzt spricht er mit hallopizza.de. Okay, er sollte es tun. Ich habe es vorhin getestet. Ja, ich habe schon Internet so. Live-Coding, nee. Okay, ich habe Internet. Interessant. Ich mache das einfach nochmal in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Did you try turning it off and on again? So.
Genau, jetzt schon besser. So, top. Jetzt läuft das also durch. Und am Ende kommen wir in unseren Warenkorb und sehen, dass wir hier die zwei gespeicherten Bestellungen wieder haben. Jetzt kann ich hier sagen, ich will zurück und will mir noch was dazufügen. Das ist jetzt diese hallo-pizza.mobi-Seite. Ich hoffe, ihr könnt es alle so einigermaßen erkennen. Ist groß genug, glaube ich. Jetzt gehe ich hier zum Beispiel zu den Pizzabrötchen und sage, ich will jetzt welche mit Kräuterdip noch haben. Gehe wieder auf meinen Warenkorb. Alles klar. Ihr bemerkt, wie subtil wir hier unsere eigenen Designelemente in das bestehende Lollipizza. Ne? Ist gut. Okay. Dann am Ende klicke ich auf Ich bin fertig und komme eben auf diese Übersichtsseite. Jetzt müsste ich dann 20,50 Euro unten an der Bar bezahlen und irgendwann könnte ich dann meine Bestellung genießen. Gut. Das dazu. Das war es erstmal von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt auf der GPN Pizza mit LOL Pizza bestellen. Erst später wieder, nachdem ich mich jetzt ein bisschen entspannt habe, werde ich die nächste Session einleiten und dann könnt ihr da drauf gehen. Könnt bestellen. Ansonsten habt ihr Fragen? Ja. Wie passiert das mit der Userverwaltung? Musst du die User reinklicken oder kann man sich einfach so registrieren? Du sagst einfach, was dein Nickname ist. Das wird dann anhand deiner IP identifiziert. Okay. Da hinten war noch eine Frage. Und wie klicke ich mir jetzt meine Margarita mit Balsamico-Essig? Ja, also die Margarita mit Balsamico-Dressing, du kannst das machen, indem du einfach die passenden URLs aufrufst. Du gehst also einfach auf hallopizza.mobi, suchst dir raus, wie klicke ich beim Salat das und dann machst du Copy-Paste, ne? Und funktioniert. Wir haben es noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn man das tatsächlich bestellt. Wir haben uns das aber fest vorgenommen. Okay, noch eine Frage? Das könnte sein, ja. Das müsste dann zwischenzeitlich gelöst sein, weil wir die Thumbnails... Ach so, Moment, der macht Thumbnails von dem Inhalt der Seite? Ja. Oh, okay. gut, das könnte das Problem erklären, vielen Dank. Wir haben noch ein anderes Firefox-Problem. Wenn da jemand irgendwie eine Idee hat, wäre ich dankbar. Das funktioniert folgendermaßen. Man geht mit dem Firefox auf die Seite und klickt sich irgendeine Pizza und dann hat man die zweimal im Warenkorb. Und man fügt irgendeine Zutat hinzu und dann hat man die zweimal. Und wenn man im Wireshark schaut, dann sieht man, der sendet den Request, der kriegt die Response und dann schickt er nochmal den Request. Und ich habe ein bisschen gegoogelt und es sieht so aus, als wenn man zum Beispiel ein Image-Tag macht mit Source gleich und dann nichts, also einfach ein leerer String, dann lädt er die Seite einfach nochmal. Oder wenn man im Character-Set nicht UTF-8, sondern UTF-8 Semikolon angibt, lädt er die Seite nochmal. Und das gibt lauter so subtile Sachen im Firefox anscheinend, die triggern, dass er die Seite nochmal lädt. Also wenn jemand Lust hat, das HTML zu debuggen und herauszufinden, warum das nochmal geladen wird, ich nehme Patches gerne entgegen. Es sind Get-Requests, das mache aber nicht ich, sondern das macht halt hallopizza.mobi schon so. Mir ist auch klar, dass Get-Requests da eigentlich nicht richtig sind. Aber gleichzeitig ist Firefox der einzige Browser, der das dann halt zweimal lädt, warum auch immer. Könnte sein, bei kaputtem HTML, wenn er irgendwie diesen kompatiblen Symbol-Modus schaltet, wo er viel mehr akzeptiert. Dass er okay. Dann eben beim Get-Requests einfach nochmal neu lädt. Weil ansonsten seid ihr bereits verarbeitet, während er sie lädt. Ah. Die Information gar nicht mehr. Okay, also die Anmerkung war, dass das an diesem Quirks-Mode liegen könnte und er sie dadurch nochmal laden muss. Das kann tatsächlich gut sein. Ich habe auch gelesen, dass es manchmal durch das Firebug-Plugin nochmal getriggert wird, aber das hatte ich extra getestet, das ist bei mir nicht aktiv. Und es könnte wirklich sein, dass es der Quirks-Mode ist, der dann angeschaltet wird, aufgrund irgendwas. Ja, ergibt Sinn. Okay, noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, okay. Also die erste Pizza ist schon angekommen. Ich sehe, es hat gut funktioniert. Alles klar, ja dann, vielen Dank.